Blumenwalzer im Asphaltdschungel. Diese Ballerinen drehen ihre Pirouetten auf einer Kreuzung in Mexiko-Stadt, unbeeindruckt von Abgaswolken oder Autohupen. Einzige Bedingung: die Tanzeinlagen dürfen nicht länger als 58 Sekunden sein. So lange dauert eine Ampelphase in Mexiko-Stadt. Die Tänzerinnen und Tänzer gehören zu einem Ensemble, das sich einer besonderen Mission verschrieben hat. Mit kurzen Einlagen klassischen Balletts will die Theatergruppe Ardencia den Menschen die Schönheit dieser Kunstform näher bringen. Der Tänzer Gennaro Sosa erklärt das Konzept. Dieses Projekt soll eine Lücke schließen. Menschen, die keine Ahnung von der Ballettkunst haben, sollen so ermuntert werden, ins Theater zu gehen. Die meisten Leute, die damit nichts zu tun haben, denken, Ballett sei langsam und langweilig. Oft sagen sie, warum soll ich ins Ballett? Das ist doch teuer. Der Spagat zwischen Kunst und unterhaltsamer Werbeaktion scheint gut aufzugehen. Es ist wie ein Traum, sagt dieser Passant. Wir sehen sowas ja sonst nur im Fernsehen. Die einfachen Leute haben da meist keinen Zugang. Vielleicht lässt sich der eine oder andere ja tatsächlich inspirieren, mal einer Ballettsuite im Theater zu lauschen, statt immer nur den Hubkonzerten im Großstadtverkehr.